Heute ist der 15.02.2011 und hier sind die Anzeigen des Tages und da ist die Schnauze von Transoflex. Und heute, am 15.02. vor 1421 Jahren, am 15.02.560, wird Khosran II. 9 Tage nach dem Sturz seines Vaters Hormizd IV. Zum Großkönig des Sassandrinenreichs gekrönt. Er muss aber schon bald darauf fliehen, weil Rebellen unter Heerführer Bahram Korbin im Anmarsch auf die Hauptstadt Ktesiphon sich befinden. So. Ja, ich schaue in fragende Gesichter und ich kann es verstehen zu Recht. Ich habe keinen blassen Schimmer, wer, was, warum, wo gemacht hat. Wer was weiß, kann sich melden bei Patch42. Interessiert mich. Und am 15.02.1965 wird unter großen Protesten die neue Flagge von Kanada eingeführt. Wir kennen sie alle, die Flagge mit dem Ahorn. Zur Auswahl stand sonst noch Kuhhorn, Marshorn und Posthorn. Ahorn war da sicherlich die beste Wahl. Und heute, vor 6 Jahren, wurde YouTube gegründet. Hurra! Denn ohne YouTube könntet ihr mich jetzt ja gar nicht sehen. Hier. Danke, YouTube. So. Das Buch von Paulus Fennebusch, Giganten der Zärtlichkeit. Die unglaubliche Geschichte der Puppies ist endlich auf dem Markt. Seit gestern für 8,95 € im gut sortierten Buchhandel erhältlich. Ein lustiges, lustiges Buch. Es ist geschrieben und enthält die atemberaubende Karriere von die Puppies. Kein erfundenes Musikduo. Kein Musikduo gibt's. Kein erfundenes Musikduo hat mehr Platten verkauft. Hits der Puppies. Sandro, der Junge mit den grünen Sandalen oder 20 Megabyte Vertrauen oder auch ein Stück weit geil, kann man sich auch anhören unter www.diepuppies.de, die-puppies.de. Ein super Buch, reinlesen, lohnt, auch ganz durchlesen, lohnt noch mehr, ist nämlich lustig, weil ist von Paulus Fennebusch. 8,95 €, Pieper, Buchhandel. Loslaufen, kaufen, aber erst zu Ende kommen. So, dann Benjamin hat sein Kinderfahrrad abzugeben. Sie sind zu klein geworden. Das Fahrrad ist blau-weiß, hat Reifengröße 14 und soll nur 10 Euro kosten. Wer Interesse hat, kommt bei Patch22, Schillingstraße 22 vorbei. Da kann man das Fahrrad auch besichtigen. So, wer hat schon mal immer mal Lust gehabt, was zu tun, woran er sich überhaupt nicht mehr erinnert? Das ist auch ohne Alkohol möglich, nämlich mit Hypnose. Du wolltest schon immer wissen, wie es ist, einmal hypnotisiert zu werden, dann ist diese Show genau das Richtige für dich. Einer der erfahrensten Hypnosetherapeuten wird dich hypnotisieren und in Situationen bringen, die du dir in den kühnsten Träumen nicht vorstellen kannst. Anrührend, komisch, skurril, unglaublich, eine einzigartige Erfahrung war es, glaube ich. Wir suchen eine Gruppe aus 5 Freunden, Bekannten oder Kollegen, von denen mindestens einer Lust hat, sich hypnotisieren zu lassen. Als Gewinn klingt eine Traumreise für die ganze Gruppe. Interesse? Dann bewerben bei hypnose@davidsontv.de oder melden bei Patch22. hypnose@davidsontv.de. Nächste Anzeige. Immer selber kochen ist langweilig und anstrengend. Will man ja auch. Der Trend geht zu Lokalen, die der Wurst die Würde zurückgeben. Da kann man also gleich loslaufen in die Friesenstraße 72 zu Schmidt Foxy Food. Da gibt es zum Beispiel Grillgold, das sind Pommes, eine Wuchtbrumme, das ist eine Bratwurst oder Schmitzel, das ist ein Schnitzel. Richtig, bei Schmidt Foxy Food schmeckt das, weil Schmidt Foxy Food ist der Imbiss des guten Geschmacks an der Friesenstraße 72 oder in der Friesenstraße, nee, an, im Haus Friesenstraße 72. So, Schmidt Foxy Food. Zum Schluss gibt es hier mal einen Tipp von meiner Oma. Lästigen Kühlschrankgeruch entfernt man am besten, indem man den Kühlschrank abtaut und mit schwacher Sodalösung oder mit Essigwasser putzt. Danach kann man dann den Harzer Roller wieder draußen in den Kühlschrank reinlegen. So, das war's von mir. Wenn Sie was zu sagen haben, sagen Sie es Patch22 in der Schillingstraße 22. Sie sagen es mir. Ich sage es dem Viertel, jeden Tag 16 Uhr vor der Agneskirche. Wenn Markt ist auch um 12 Uhr am Sudermannplatz, samstags 14 Uhr vor der Agneskirche oder rund um die Uhr in schönen schwarzen Stiefeln, die meine Füße warm halten, auch bei diesem Scheißwetter, mit freundlicher Unterstützung von Gartenloch.com. Ich bin der schwarze Brett, das war's. Tschüss.